Hallo, hier ist Ziegelstein21 zurück mit dem nächsten Video. Heute gehe ich etwas genauer auf mein Mainboard, die Speicher und die CPU ein. Ich habe 8 GB Speicher ausgesucht. Zur Größe des Speichers verweise ich auf einen Artikel in der PC Games Hardware Ausgabe 4 2015, in der Framerates von Spielen bei 4, 8 und 16 GB gezeigt werden. Das Fazit auf Seite 22 lautet: Auch wenn es in klassischen Benchmarks kaum ersichtlich ist, hat der Hauptspeicher genau wie der Grafikspeicher große Auswirkungen auf die Performance in Spielen. 4 GB sind mittlerweile für moderne Spiele sehr knapp, 8 GB gut, 16 GB besser, vor allem wenn neben dem Spiel noch weitere Applikationen laufen sollen. Zitat Ende. Damit reichen mir also auch meine 8 GB Speicher. Meine Wahl für eine Intel-Plattform habe ich schon in der Stückliste erwähnt. Das Board, was ich habe, ist ein H97-Board mit LGA 1150 Sockel. In der PC Games Hardware Ausgabe 3 2015 ist ein guter Artikel zur Stromeffizienz von Bauteilen. LGA 1150er Boards sind dabei sparsamer als LGA 2011er Boards, wobei die Bandbreite der 1150er Boards eng zusammenliegt. Die Unterschiede am Verbrauch bei dieser Gruppe also gering sind. Zudem sind 2011er Boards relativ teuer und eine 4-Kerne-CPU sollte reichen. CT Ausgabe 8 2015, Seite 98 steht: Weniger ist mehr. Wir haben uns bewusst gegen die LGA 2011er Plattform entschieden, denn 6 oder 8 Prozessorenkerne profitieren Spiele nicht. Besser ist eine Quad-Core-CPU mit möglichst hoher Single-Thread-Leistung. Zitat Ende. 4 Kerne gibt es auch für den LGA 1150 Sockel. Wer mehr Kerne haben will, muss allerdings ein LGA 2011 Sockel nehmen. Jetzt kommt das Asus H97 Pro Gamer Board. Dieses Board wird in einer schicken schwarzen Box geliefert. Das zeigt ein bisschen den Anspruch von Asus, ein hochwertiges Board zu liefern. Als Zubehör werden mitgeliefert eine Anschlussblende, auch überall schön beschriftet, dann 4 von diesen SATA-Kabeln, außerdem ein User Guide und eine CD mit Treibern drauf. Folgende Ausstattungen besitzt es, die mich überzeugt haben: Eine hochwertige Onboard-Soundlösung, die abgeschirmt ist. In einem anderen PC hatte ich manchmal Rückkoppelungen und Brummgeräusche. Es gibt insgesamt 8 USB 2.0 Ports, davon auch interne. Hier möchte ich die Ports meines Gehäuses anschließen. Außerdem sind 6 USB 3.0 vorhanden, davon sind 2 intern. Hier wird mein Speicherkartenleser angeschlossen. Asus hat aus der Q-Design-Reihe das Q-Shield geliefert, das leicht zu verbauen ist. Q-Arbeitsspeicherplätze für das leichtere Bestücken und Q-Slots, um Steckkarten leichter zu montieren. Das ist der Einbau von den Arbeitsspeichern und von der CPU-Box, werde ich jetzt nicht zeigen, weil da gibt es schon relativ viele Tutorials. Ja, wenn euch das Board gefällt, dann schreibt es doch auch mal in die Kommentare. Zum Schluss muss ich noch erwähnen, ist jetzt nicht so wichtig für die technischen Daten, aber das Board sieht schon sehr gut aus mit der rot-schwarzen Lackierung.